Jo, liebe Leute, ich bin's mal wieder am Start hier heute mit den Jungs. Ich zeige euch einmal den Michi, wie er aufräumt. Moin. So sieht unser Camp heute aus. Leute, es ist eskaliert. Nie auf, Freunde. Der Sven ist auch am Start. Ja, lange Nacht gestern gewesen, tatsächlich. Wir waren feiern. Ja, man feiert nicht anders als bei uns. Kann man jetzt als kleines Resümee schon mal einwerfen, ganz kurz. Ich weiß nicht, wie du in Deutschland feierst. Also ich feiere nicht so wie die. Ja, da quatschen wir nachher mal in einem Sit-In drüber. Ganz entspannt. Gibt es wieder leckere Naschereien. Ich will jetzt noch nicht so viel verraten, Freunde. Aber, ja. Ich wollte mich als allererstes nochmal bedanken bei euch für über 1099 Likes. Views, sorry. Likes kommen noch. Also immer schön in die Kommentare schreiben und immer schön hier. Ja, jetzt kann ich mich kaum konzentrieren, ne? Das müssen wir cutten, Jungs. Was weil du auch nichts anhast. Ja, weil ich nackt bin. Ich bin gerade nackt. Aber da wir nicht auf YouPorn sind, sondern auf YouTube, bleibt das mal ganz unter uns, ne? Ihr kleinen Wakesers. Okay, also, wie gesagt, ich möchte mich hier nochmal recht herzlich bedanken für alle unsere Fans. Und dass das Ding so eskaliert ist innerhalb von 4 Tagen. Das ist der Wahnsinn. Bleibt am Ball, Leute. Gebt uns immer gute Kommentare, gute Likes. Irgendwann dann noch auf interpol.com, wenn es soweit ist. Ihr wisst Bescheid. Haut rein. Was für ein madiger Tag. Echt. Wir haben ja gestern gefeiert wie die Großen. Das erste Bier, was wir bestellt haben, natürlich alle Schriftzeichen. Was kriege ich? Ein Erdinger Weißbier. Mann, für, ich weiß nicht, 12 Euro oder so. Aus der Flaschen. Sonst die Biere so um die 8 Euro. Ja, uns geht's allen nicht so gut. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Himmelstempel. Ja, mal gucken. Ja, die anderen zwei sind im Hotel, die prüfen noch wegen Shanghai. Boah, ich raste hier gleich völlig aus. Ich eskaliere gleich, ohne Scheiß. Ich habe eh Kopf wegen dem Benzin-Cola-Getränk, was wir da gestern getrunken haben. Und dann hupen die Wahnsinnigen. Die ganze Zeit. Und die Fahrräder machen Lärm und. Oh. Marco liegt wahrscheinlich im Bett. Ich finde das voll fies. Natürlich haben wir ihn mal wieder verlaufen. Ich kenne mich ja schon in Frankfurt nicht aus. Drecksau frei. Ist alles zu. Warum auch immer. Wir machen um 16:30 zu. Jetzt haben wir es 17:30. Scheiße, echt. Also. ja, ohne Worte. Ich glaube, die liebt Bäume. Also, ja, mein Fazit. Es ist echt ein schöner Park. Aber ein bisschen beschiss, weil halt draußen jetzt steht, dass die Attraktionen, sage ich jetzt mal, es sind 3 so Tempel, um 16:30 zumachen, eben. Okay, Leute, wir fahren jetzt mal Bus. Wir wollen zum Drum Tower, glaube ich, heißt das Ding. Dort sind ein paar. Was? Ho High? Ho High heißt die, das Gebiet. Ho High, wie auch immer. Und das ist ein See. Auf der linken Seite sollen so ein paar Bars und Clubs sein. Mal sehen, was wir machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Bus. Hier steht überall so ein Sicherheitsmogli drin. Ich habe jetzt hier 5 Bahn bezahlt. Das sind 80 Cent. Kostet nur 2, aber ich hatte es nicht kleiner. Aber wisst ihr, Big Business, ne? Cashflow und so. Okay, können wir uns leisten. Ja. 20 Cent, Freunde, VIP. Genau. Lass dir waschen. Wir sind nochmal aus der Kiffer-Hanf-Bar, keine Ahnung was, weiß ich, Shisha-Bar offiziell. Der liebe Sven und der liebe Michi bereuen ihre Entscheidung mit dem Cocktail schon zutiefst, weil er nach Ethanol schmeckt. Also, Cheers, ne? Mit meinem Messerchen bin ich immer gut am Start hier. Ich glaube, ich bin morgen blind, Freunde. Ja. Oder Michi auch, wir können es nur noch ertasten. Ich weiß nicht, wie gut man das versteht, aber dieser Alkohol hier ist für die anderen Freunde nicht so gut. Ne? Deswegen geht mal besser schön, bleibt sauber, Freunde.
Leute, wir mussten pissen. Wir haben tierische Angst. Wir müssen hier weg. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ganz schnell, wir sind hier. Ganz schnell, da sind schon Leute. Ey, keine Ahnung. Die zwei Lügen. Die Megagasse, keine Ahnung. Die Lügen. Wir müssen. Hey Leute, wir sind gerade einkaufen. Was für eine kranke Scheiße. Zieht euch das mal rein. Das ist sowas wie ein Real. Und ja, hier schwimmen die Fische, hier rennen die Krebse rum. Hier liegen sogar tote Fische im Wasser. Hier kannst du dir rausholen. Dann kannst du dir das Zeug mitnehmen oder gleich essen. Das ist total widerlich. Es wird immer kranker, immer ekelhafter. Guckt euch das einfach mal an, wie hier. So sieht es hier aus und dann wird hier direkt da Frischfleisch verkauft. Hier. Direkt hier neben. Da im Hintergrund. Jeder kann es anfassen übrigens. Im Hintergrund braucht man den Vogel da. Der die ganzen Viecher aus den Becken. Filmer das Huhn. Direkt geht da los. Der die Viecher aus den Becken hinten auf Eis legt, macht die tot und dann schweißt er die ein. Eis aber wenigstens frisch. Ich nehme euch mal mit hier rüber. Also ihr seht schon, verrückte Welt hier drüben. Naja, aber frisch. Jo, liebe Leute, hier sind wir wieder am Start zum allerabendlichen Sit-In mit Verköstigung. Ja, das Video ist ein bisschen kürzer, aber davon erzählt euch gleich mehr der Sven. Okay, hallo nochmal von mir. Ihr seht heute mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wir haben ein Problem mit der Cam. Wir versuchen das Problem schnellstmöglich zu beheben, aber wir behelfen uns so. Ja, die Videos, wie Marco schon sagt, sind ein bisschen kürzer. Wir haben uns heute um die wichtigen Sachen für die nächsten Tage gekümmert. Buchungen, wie laufen die Tage ab, schauen, was wir wo für Videos für euch machen können. Und ja, das war's. Ja, dann geht's jetzt weiter mit dem Essen. Servus auch nochmal von mir. Heute haben wir die Stinkefrucht. Viele von euch kennen es und lieben sie natürlich. Lecker Durian. Die ist aber jetzt gefriert, getrocknet. Schauen wir mal. Mal gucken. Hoffentlich können wir in der Bude noch pennen. So, ui. Geht schon gut los. Man will nicht, dass man sie öffnet. Ich mag da nicht riechen. Boah. Das ist schon eklig. Oh ja. Boah. Also das ist schon nicht ohne auf jeden Fall. Echt jetzt? Boah, nee, extra nochmal verpackt, ne? Damit es nicht so stinkt. Aber da wird zwei Packungen. Wie kriege ich das Ding jetzt auf? Boah. Nee, es riecht fruchtig. Boah, es riecht nach Stinkfrucht, Alter. Das riecht nach Durian halt, ne? Ekelhaft. Ja, wie aus dem Koffer halt. Boah, pfui. Boah. Was hier? Also ist schon. Ja, es hat Frucht, aber trotzdem irgendwie eklig. Finde ich jetzt. Also, mein Gott. Noch geht's, aber. Eine getrocknete Frucht einfach. Ja. Mal gucken, wie sie schmeckt. Mal schauen. Prost auf euch. Auf euch. Das schmeckt wie Kaffee. Anfangs sehr süß. Bei mir schmeckt wenig. Ja, und gönn dir! Ich sag dir, es schmeckt wie Kaffee. Okay, Marco scheint es zu gefallen. Ja. Dann kann ich die Tüte mit ins Bett nehmen, oder? Ich penne heute nicht. Aber nichts Schlimmes jetzt. Ja. Warm. Genau. Okay. Mein Gott. Naja, schade. Darf auch mal sein. Man kann auch mal Glück im Leben haben. Ja, das stimmt. Schmeckt nicht schlecht. Ja, dann Rest. Ich rieche bestimmt nach Scheiß jetzt aus dem Mund. Ey, du sollst doch mal den Grüßen nicht so fressen, du Idiot. Unser Ablauf. Das ist. Du suchst die erstmal. Dauernd am Fressen, der Typ. Kau jetzt auf, verdammte Scheiße. Du suchst uns erst. Nein. Okay. Warte, mal kurz zur Ruhe, den können wir cutten. Ne? Okay, ich grüße heute mal den Rülle. Ich hoffe, dein Urlaub in Japan war gut. Ich freue mich auf Bilder. Und ich grüße Wünne. Ich grüße die Eichstar und den Markus. Servus. Ich grüße heute den Didi und die Jasmin. Liebe Grüße gehen raus nach Dortmund.
Mach's gut. Bis morgen. Haut rein. Ciao, ciao.